Ein neuer Tag bricht an und dementsprechend ist es wieder Let's Play World of Tanks Zeit. Und zwar mit dem Tiger 2, ein Panzer, den ich selber sehr schätze und sehr gut finde. Aber wer will den Königstiger auch irgendwas abreden? Gespielt von Monos und die Karte ist Prokhorovka. Prokhorovka ist so von mir eine persönliche Kann-gern-haben-Map und ich hasse sie abgöttisch. Hat einen ganz einfachen Hintergrund. Teilweise schaffe ich es hier so First Target zu sein, der Arti, und dann läuft halt gar nichts. Manchmal geht es Runden, da, die laufen so fantastisch. Also von dem her ist es immer ein bisschen schwierig, ein bisschen diffizil, so eine Meinung für die zu haben, die neutral bleibt. Aber sagen wir mal so, es gibt Karten, die ich bei weitem schlimmer finde als Prokhorovka. Hier das Line-Up schaut eigentlich ganz spannend aus, mit sehr vielen schweren Panzern, ein bisschen was Gautigen und einer Arti. Bin ich sehr gespannt und er überrascht mich direkt schon. Ich hätte ihm jetzt eher erwartet, also Richtung Hügel oder auch da, wo die IS-3 ist. Hier da drüben, IS-3, IS-6, also da eine Quadranten fährt. Aber nein, er fährt jetzt hinten auf den TD-Posten eher mal. Nein, der VK hat da stärker abgedreht, als er das selber haben wollte. Wir gucken doch mal an. Er hat 203... Oh, komm. Ja, 203 Durchschlag mit Normal und 237 mit Premium. Und konnte schon den Bulldog eben mit 205 direkt treffen. So, der nächste Scout. Na, dann... Kriegt er leider nicht, der ist zu niedrig. Schade, schade. Eigentlich schön vorgehalten. Finde ich absolut legitim übrigens an dieser Stelle mal da hinten sich hinzustellen. Wenn kein TD dabei ist, dann darf man gerne diesen Spot auch mal als schweren Panzer ausnutzen. Weil so lange wie man hier nicht nach vorne drücken kann und es ist einfach gerade nicht so gegeben, ist es absolut in Ordnung, die Scouts die Arbeit machen zu lassen und dann das rauszunehmen und zu beschießen, was die Scouts in mühevollster Arbeit aufmachen. So, vielleicht bekommt er jetzt drüben der ES-3. Nein, ES-3 will doch nicht. Bin sehr gespannt, wie das Ganze hier verlaufen wird. Gefühlt sieht man auch noch nicht wirklich die ATA. Oh. Bisschen weiter vor, nach vorne arbeiten. Oh, jetzt ist er in seines Zeichens ein AX-1390 rausgenommen worden. Und die Gegner, sie trauen sich aber auch nicht so das letzte Fünkelchen und Mühe rüber. Jetzt kriegt er Aggressionen und schießt das Haus schon nieder. Die armen Bewohner. Hoffentlich ist es nicht mehr möbliert gewesen. So, jetzt ist da aber der 13, nee, der WZ-132, so heißt er richtig, offen gewesen. Der hat sich oben in den klassischen Busch auf E1 gestellt. Oh, jetzt ist der IS so, dass er nicht unterscheidet. Oh, ja, ja, mach ihn weg. Oh, Mann, ey. Das wäre zu schön gewesen. Aber final ist er ja trotzdem rausgenommen worden. Ja, also gerade dieser Busch hier oben auf E1 wird gerne von Scouts genutzt. Oder auch von E25, sofern es da welche gibt. So. Ja, er kommt einfach auf nichts drauf. Wir sind alle hinter dem Wall. Am Hügel oben ist verhältnismäßig viel los. Aber ich denke mal, dass auch da der IS-3 und IS-6 auf den Hügel wirken können wird. Deswegen mag ich da vorne diese Stelle eigentlich ganz gern. Jetzt nimmt der GW-Tiger endlich auch mal den Tiger 2 raus. Bis auf Hard Pinging ist hier gerade nicht viel los. Wo bleibt er? Wo sind sie? Wo ist er?
Ah, Rheinmetall IS3 T37, aber dafür den WZ. Und nimmt auch gleich noch der T71 den Bulldog raus. Damit ist ihnen die Sicht jetzt komplett genommen. Sie haben keine Scouts mehr. Dementsprechend sinnvoll, jetzt auch weiter fortzufahren. Weil, wie gesagt, der Gegner ist jetzt blind wie ein Maulwurf und das ist eigentlich auf dieser Karte immer spielentscheidend. Sobald der Gegner keine Sicht mehr hat, beziehungsweise die Scouts fehlen, dann blutet er langsam aber sicher aus. Jetzt fahrt er nach vorne. Da drüben war als letztes der Rheinmetall gespottet, also da muss er aufpassen. Der macht nämlich starkes Aua. Da hilft auch kein Pusten und kein Blasen mehr, wenn der mal zugeschlagen hat. Da braucht man schon dickes Pflaster. So, da drüben geht jetzt der Tiger 2 auf. Aber auch gleich wieder zu, leider. So, jetzt hatte ich hier eine schöne Sicht. Der Tiger 2 hat jetzt den IS6 aber rausgenommen, bleibt aber trotzdem zu. So, linke Hand fahrt jetzt gerade von ihm der T37. Der wird jetzt bestimmt gleich links irgendwas aufmachen. Oh, da ist der Rheinmetall. So, Rheinmetall hat eine kassiert. Aber da hat er Glück, dass der Rheinmetall nicht auf ihn schießt, sondern auf den IS-3 zu seiner Rechten. Und jetzt macht den Gar aus. Also er braucht kein Pflaster, ihm geht's gut. So, da drüben IS-3. Schade, schade, da ist in der Rheinmetall, der IS-3 hinten ein bisschen reingedonnert. Macht man aber auch nicht ohne vorherige Ankündigung, also die Damen wissen, von was ich rede. So, der Tiger. Sein Ebenstück. Hat mit dieser kleinen Kanone den schnellen Reload. Auch mal spannend. Also auch noch nicht Elite-Status. So, der Hügel, der ist jetzt so ein bisschen... Ja, der hat jetzt riesige Probleme, weil der wird jetzt gerade überrannt. Es steht auch 7:8, was kein Ergebnis ist, was gerade sehr, ja, beruhigend ist und ruhig ist. Und damit 7:9, Hügel ist jetzt durch. 7:10, Scout ist auch weg. Arti ist offen. So, zack. Und jetzt aber der VK von rechts. Und IS-3 hinter ihm, hat er gut gesehen. Ah, oh, der ist ja den noch getroffen hat. Da war ja nur ein Fünkelchen noch Platz. So, jetzt der VK. Jetzt wird er gefühlt, läuft er langsam richtig warm. Nein, aber da ist nicht der Weak Spot. Schieße noch ein bisschen runter. Hätte eigentlich die komplette untere Seite enthüllt. So, Gegner ist jetzt auf allen Seiten durch. Er selber ist nur noch ein Tiger 2, der andere Tiger 2 und ein T37 am Start. Also ganz schlechte Karten. 7 gegen 3. Und auch zum Beispiel der rechts der Tiger, der ist auch noch recht voll. Der FCM, bitte One-Shot. Ja, sehr gut, der war wichtig. So, der... Ja... Da unterstützt er den T37, nimmt auch den raus. So, der FCM hastig gewartet, war Berliner auch noch. Aber nee, wirklich drauf gewartet hat er nicht. Du hast dich einfach nur ein bisschen frei hingestellt. So, jetzt der T32. Der hat noch ganze 419. Der IS hat auch noch über 1000. Also das sind alles noch wirkliche HP-Pools, die hier fahren. Oh, jetzt nehmen sie den T37 raus. Oh, sehr schön. Er zündet den IS-3 an. Ganz wichtiger Schaden. Hat hier die Kette losgehabt, deswegen konnte er nicht weiterfahren. So, zack. Oh, er braucht noch ganze 2 Schuss. Nochmal und nochmal einen. Er ist eigentlich offen, aber der IS-3 checkt es nicht so ganz.
dafür der T-32 und der Tiger. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging nicht durch. So, also er kann hier sehr gut jetzt wirklich agieren und sich hier herausschießen schon förmlich. Aktuell stellt es 12 zu 13. Da hat sich jetzt in den letzten Sekunden doch einiges gewandelt. Wow! Dann nimmt er ihm das Munitionslager weg. Alter Verwalter. Ja. Schöne Sache. Jetzt lädt er auf Premium. Auch, finde ich, absolut sinniger Zeitpunkt, weil jetzt geht es wirklich noch um den Sieg, den man vorher vielleicht nicht erwarten konnte. Aber die Runde, da weiß er jetzt genau, das ist eine mögliche Panzerass-Runde gewesen. Und dementsprechend umladen, sehr sinnig. Ne, da auf den Helm vom T-32 suchst du dir die gleich stärkste Stelle aus. Tiger 2 schießt der mit HE. Sehr spannend. Wie viele Gefechte hat der Junge? 8000 und 1400 auf dem Tiger. Da müsste man eigentlich wissen, dass man nicht unbedingt mit HE schießen braucht. So, die eigenen Leute werden jetzt auch schon sauer. Sieht man ganz gut an der Lorraine. Please kill the fuckers, win. Good game. Da ist natürlich viel Frust dabei, weil eigentlich war das ein sehr sicherer Sieg und jetzt schaut es so aus, als ob dem nicht mehr so ist. Als ob das zumindest eine ebenbürtige Entscheidung wird. Oh, da ist da der T-32. Ging nicht durch, da muss er aufpassen. Halldown ist der T-32 ein absolutes Biest. Aber jetzt kommt er so drauf, perfekt, und hat ihn jetzt im One-Shot-Bereich. Und nimmt ihn auch raus. Da sieht man, die kleine Kanone hat hier definitiv den Vorteil gehabt des schneller Schießens. Und jetzt lebt nur noch der Tiger 2. Er hat seinen Krieger damit jetzt auch schon vollendet. Lustig, er nimmt wieder Normalmunition. Das finde ich aller Ehren wert. Ich gebe es ganz ehrlich zu, ich hätte hier weiter mit Premium geschossen. Aber er ist sich seiner Sache wohl so sicher, dass er sagt, nee, scheiß auf Premium, ich mach's so. So, jetzt ist er, der Tiger 2, nirgendwo mehr zu sehen. Mal schauen, wo er als nächstes auftaucht. Oder es wird natürlich durchgekappt, auch das wäre noch möglich. Seinen Krieger hat er, von dem her würde ich sagen, ist es egal. Und sein Panzerass hat er, wie ich jetzt auch sagen darf, auch erhalten. Also von dem her, Sieg durch Cap. Alles in Ordnung, alles gut gemacht. Hätte ich an dem Tiger 2 Stelle dem eigenen auch so gemacht. War eine schöne Runde. Das Munitionslager war natürlich nice und hat das Game am Ende wirklich nochmal gedreht. Schön gemacht. Nach einem sehr besinnlichen und ruhigen Anfang ging es aber einmal am Schluss deutlich zur Sache. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich hoffe euch doch auch. Deswegen, ihr wisst, Abo, Kommentar und ein Daumen, der ist immer gern gesehen. Deswegen bis bald, euer Alcaramba.